Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Empyrean. Und wie ihr seht, Schnee. Wir sind hier im Schnee unterwegs in Mesmer Town. Aha. Und wir schauen uns mal um, würde ich sagen. Hier gibt es bestimmt eine Menge zu entdecken. Hi. Aha. Der Sternorden. Ja, ich bin mal gespannt. Oh, ich kann da nicht hinlaufen. Oh, Entschuldigung. Ach, badet sie. Habe ich schon wieder einen beim Baden überrascht. Okay. Okay. Ah ja, wir müssen hier in den Tempel. Stimmt, hatte ich schon wieder fast vergessen. Da habe ich so lange gebraucht, um hierher zu kommen. Warte, was? Ach, ich kann von ihm XP bekommen. Okay. Das ist sehr spannend. Das ist immer cool. Damit ich hier vor der Arena nochmal trainieren kann. Sehr cool. Okay, die Mönche haben anscheinend eine ähnliche... Eine Wasp-Maske? Okay, wir gucken uns das an. Anscheinend habe ich gerade eine Dingsmaske gefunden von... Wer ist denn? Nicht Folipurba, sondern Glaciola. Genau. Hier ist sie nicht. Kann ich sie anziehen? Ja, kann ich tatsächlich. Okay. Okay. Wir gehen dann mal. Das war seltsam. Ups. Ach, hier ist der Tempel schon. Wo geht's hier hinten hin? Route 113. Oh, das ist einfach nur eine neue Route. Na gut. Ich dachte vielleicht Secrets und versteckte Items und so. Oh, hier sind Kinder, die Schneemänner bauen. Oh. Yeah, es regnet schon wieder. Ey, schneit schon wieder. Oh, ich hätte auch gern Schneeschneides. Ein paar Worte von Enzimo. Du bist der eine. Tut mir leid, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Komm mit mir, Kind. Das ist doch Dings. Wie heißt der? Willy? Was ist nicht mehr? Ex ovo venit rex omnis rebus viventium. Hätte ich jetzt mal in Latein besser aufgepasst, dann würde mir das in Pokémon helfen. Hätte ich das gewusst, dass dieser Tag kommt, in dem ich mein Lateinwissen in Pokémon hätte gebrauchen können, hätte ich mich bei Latein mehr angestrengt. Leute, strengt euch an, wenn ihr Latein habt. Vielleicht braucht ihr es eines Tages in Pokémon. Voluntas caro factum est et habitavit in nobis. Die Worte kommen mir alle bekannt vor. Deus Ex, okay. Stella Geminus. Ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon mal gehört, aber... Und, also Leute, die jetzt Latein können, die gerade ein Latein-Wörterbuch da haben, die Zeit haben, das in den Latein-Übersetzer auf Google einzugeben, schreibt mir mal, was hier abgeht, hä? Wo ist der Typ hin? Ein kalter Windzug ist zu spüren durch den... Durch die Wand. Also irgendwas ist dahinter. Okay. Wo sind die denn hin? Die zwei sind irgendwo hin. Zusammen. Komme ich von der Route vielleicht hinter den Tempel? Scheint nicht so. Ich kann auch noch Surfer machen. Was ist denn hier los? Ah, wir wollen den Wasserfall zur Pokémon-Liga. Oh, mein Glutexo brauchen einen kleinen Kampf, um sich aufzuwärmen. Dein Glutexo? Du gehst zur Pokémon-Liga und du hast ein Glutexo? Ein Glutexo auf Level 45. Na, was ist denn... Oh, ich hätte vielleicht mein Team heilen sollen. Ja, denen geht's gut, würde ich mal sagen. Aber was ist los mit ihm? Warum... mein guter Freund, vielleicht solltest du erstmal dein Glutexo in was Sinnvolles entwickeln, bevor du zur Pokémon-Liga gehst. Na gut. Der Schnee wird ihn erledigen, beziehungsweise der Hagel. Was ist denn los mit ihm? Azumarill. Wer von euch macht Azumarill? Oh. Wir müssen hier ein paar Pokémon noch leveln, sehe ich gerade. Also die Hälfte ist schon auf einem guten Weg, die andere Hälfte nicht ganz so gut. Müssen wir mal jemand anderen nach vorne setzen als die üblichen? Oh, du kannst gar keine... Na,
kannst ja gar keine Giftattacke, aber eine Pflanzenattacke, das geht auch. Wasserring, okay. Wie schön. Ja, das mit dem... Das dauert natürlich wieder ewig, wenn er das so macht. Oh. Ich wette mit euch, der hat einen Feuerschlag. Feuerschlag, wie auch immer das heißt. Hat er nicht? Was? Wer bringt denn das seinem Donnerschlag, Eisschlag? Das können die doch alles lernen. Das hatte ich auf meinem zumindest immer drauf. Das ist eine vertane Chance. Ein Donnerschlag. Na, wenigstens ein Schlag. Ja, auch wenn das sein Standardschlag ist, weil er ja Elektro ist. Aber, naja. Wenn er meint. So. Och, dieser Hagel. Ich hasse Hagel. Metagross. Warum hat er Cyclotex noch nicht entwickelt, aber ein Metagross? Oh, mir fällt gerade auf. Ich bin eine Fee. Frühe Erkenntnis. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Das fällt mir früh ein. Meteor-Mesh. Okay. Er fängt dann gleich mal richtig fies an. Oh, shit. Sein Glutexo war so kacke. Warum hat er denn jetzt plötzlich für Level 50 Metagross? Ich weiß nicht mehr, welche Attacke stärker war. Oh. Okay, der Attack ist daneben gegangen. Von ihm Glück gehabt, würde ich mal sagen. Huch. Okay, das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Safeguard. Nee. Nee, nee. Nein, danke. Auch fast ein Level up. So, wer kommt als nächstes? Azumarill. Wir lassen das mal drin. Das bekommt nämlich fast ein Level up. Oh nein. Wer geht denn in Azumarill rein? Leute, wer von euch geht in Azumarill? Ich weiß nicht, ob das Eis-Pokémon eine gute Wahl war. Ach, schön. Danke, hast du mir den Hagel geklaut. Fantastisch. Wie rum ist es? Ach, egal, ich weiß es nicht. Oh, und genau deswegen dachte ich, das ist sicher keine gute Idee. Aber guck mal, wie viel Cameron da einsteckt, obwohl das sehr effektiv war und von einem Matsumarill kommt. Nicht schlecht. Cameron, du musst auch treffen. So. Cameron, feines Cameron, hast du gut gemacht. Oh ja, die Attacke ist nicht schlecht. Machen wir dafür Takedown weg? Ich würde sagen, wir machen dafür Takedown weg. Habe ich so eine Selbstmordattacke weiterhin, aber halt eine krasse, die garantiert trifft. Wow, 10.000. Das war ein toller Kampf. Ich werde wohl mehr trainieren müssen, bevor ich zur Pokémon-Liga gehe. Hä, wie viele Orden habe ich erst? Warum ist er genauso stark wie ich und will schon zur Pokémon-Liga? Und ich habe... das ist nicht richtig. Wo ist denn Miri, Trainer? Ich habe erst die Hälfte der Orden... Ich habe die Hälfte der Orden und der denkt aus irgendeinem Grund, er könnte schon zur Pokémon-Liga gehen. Ich denke, da überschätzt sich jemand aber ganz schön ordentlich. So, aber das Rätsel, wo ich hin muss, wurde bisher noch nicht gelöst. Ich kann auch nicht surfen. Kann ich hier rüberspringen? Hüpf, 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 hüpf. Ja. Da haben wir eine TM. Kaskade. Schön. Das ist doch nett. Geht es hier hinten? Das ist so auffällig. Ha. Huh. Müssen wir uns wohl noch ein bisschen im Dorf umschauen, würde ich sagen. Und außerdem muss ich heilen gehen. Der Kampf war härter als gedacht. Er fing harmlos an mit dem Level 45er Glutexo, aber er ging nicht harmlos weiter. Na, da steht wieder so ein Typ vom Professor, der möchte, dass ich möglichst viele Pokémon fange. Was ich aber nicht tue. 75, wie viel habe ich? 28. Ja, easy, easy. Oh, ihr Psyana hat eine seltene Erkrankung, bei der nicht mal die Schwester was tun kann. Oh, was? Jetzt redet sie mit einem Magier. Leute, das fände ich seltsam. Ich weiß nicht, okay. Ja, dann lass den mal drauf gucken. Ist das der Magier? Hi. Dein Trading Corner, okay. Das ist nicht der Magier. Endlich kann ich meine Steine hier heilen. Deine Steine? Okay. Wenn er meint. Hier ist eine Brücke, okay. Hier steht ein Angler. Ja. Oh, eine krasse Angel. Was auch immer. Hier drüben geht's noch weiter. Ich bin mal gespannt, was mit dem Typ jetzt da passiert in dem Tempel. Okay. Oh, alle Leute gehen hier aus dem...
Alle Leute ziehen hier aus dem Ort weg, weil es nicht wirklich was gibt zu arbeiten. Oh, der Magier hat seine Hand auf sie gelegt. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Leute, ich möchte eigentlich nur Items abgreifen. Erzählt mir nicht eure Lebensgeschichte. Mein kleiner Neffe ist rausgegangen, um dieses Pokémon zu finden. Bitte geh hinter ihm her. Wenn er weiter nach Norden gegangen ist, dann ist er in Gefahr. Okay. Die haben hier alle Badewannen. Wahrscheinlich, weil es so kalt ist, möchtest du es einfach mal warm haben. Einmal am Tag oder alle paar Tage. Kann ich schon nachvollziehen. Was ist hier hinten? Nichts. Verwirrende Bäume. Was ist denn das? Fies. Ich dachte, da wäre irgendwas, aber da ist nichts. Warum ist der eine Baum ohne Schnee? Das ist auffällig. Der auch. Die Bäume, die roten Lampen, der verschneite Wald. Alles. Okay. Wie bin ich hier überhaupt hergekommen? Okay. Ihm geht's nicht ganz gut. Okay. Items habe ich gefunden. Aber weder das Kind noch... ach, da ist die Arena. Noch wo mein Freund oder was auch immer hin ist. Hi. Ah, der Move-Tutor. Ja, ich habe immer noch keine Herzschuppe. Wie kann denn das eigentlich sein? Oh ja, Arktos. Cool, was ist das? Da ist ein Arktos drauf. Ich will da rein. Das sind die Ranger, ne? Cool. Da sollte ich ja vorbeigehen, aber ich möchte erstmal hier oben. Da ist ein einzelnes Haus, sehr gut. Hi. Was machst du in meinem Haus? Raus hier. Okay. Dann nicht. Huch. Dann gucken wir mal hier rein. Irgendjemand sollten wir hier besuchen. Ich weiß noch nicht mehr wer. Hi. Oh, willst du Mitglied werden? Nee. Oh, Marcello ist gar nicht da. Na gut. Okay. Die machen verschiedene Missionen. Bisschen wie Mystery Dungeon. Hier mit ihrem Brett. Oh, wer steht da? Auffällig. Okay, ich darf nicht rein. Na dann. Das Einzige, was uns bleibt, ist in die Arena gehen. Dann machen wir das doch. Dafür bin ich schließlich hier, der krasseste Pokémon-Trainer aller Zeiten zu werden. Oh, ein weiterer Trainer. Bis Tika zurückkommt, können wir nicht kämpfen. Wer? Tika, mein Phoenix-Bruder. Und wir sind die Captains der Arena. Er wollte ein Pokémon suchen, das verloren gegangen ist. Wenn du nach ihm suchst, kannst du das. Aber du wirst das hier brauchen. Oh, ich habe das letzte dem Mönch gegeben. Ich habe meinen letzten Icebreaker einem Mönch, dem Mönch Davor gegeben. Wenn du es willst, dann solltest du ihn fragen. Vielleicht antwortet er dir nicht, wenn du ihn Davor nennst. Sie haben dieses Ding. Sie haben ihren Namen zurückgelassen, als sie dem Orden beigetreten sind. Aber versuch es trotzdem. Ah. Ich dachte, ich kann jetzt zur Arena und dann geht's weiter. Aber stattdessen werde ich wieder zurückgeschickt. Das ist ja nervig. Okay. Bestimmt ist das der einzelne Mönch, der da hinten steht. Ups. Rede, mein Kind. Du kennst meinen Namen, aber es ist nicht mehr länger meiner. Trotzdem werde ich dir helfen. Du brauchst den Eisbrecher. Natürlich. Ich brauche ihn sowieso nicht mehr. Dankeschön. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich muss jetzt weiter beten. Möge das Zwillingslicht deine Wege erhellen, Kind. Okay, das Zwillingslicht. Was hat das mit der Arena zu tun, dass es da Zwillinge gibt? Hat das was miteinander zu tun? Haben die einen Zwillingsorden gewollt, weil wegen dem Licht? Und wo muss ich überhaupt hin? Ein Icebreaker. Muss ich jetzt in der Höhle weitergehen? Da oben geht es ja nicht weiter, da geht es nur zur Liga. Ist da ein Item? Ja. Natürlich ist hier ein Item. Hier liegen überall versteckte Items, die ich die ganze Zeit übersehe. Mann, Mann, Mann. So. Ich probiere jetzt mal aus, ob ich hier in der Höhle vielleicht das Eis zerbrechen kann. Weil hier hinten gibt es ja zum Beispiel Eis. Aha, sehr schön.
Nun kommen wir hier anscheinend weiter. Na dann. Oh, hi. Das gibt es doch nicht. Das soll aufhören, immer von mir wegzulaufen. Okay, bisher hat mir der Eisbrecher nichts geholfen, aber ich habe ja noch einiges zu erkunden hier in dem Berg, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe ja noch nicht alles angesehen. Wildes Pokémon erstmal. Na gut, auf Wiedersehen. Ich sollte mal gucken, welches meiner Pokémon kann ich vielleicht nach vorne setzen. Wir setzen das, weil das am ehesten schon Level 50 erreicht. Dann haben wir nur noch zwei, die hinterhergezogen werden müssen. Oh Mann. Oh, guckt euch das an. Oh, Hundemonit. Hund, ja. Ah. Kind, brauchst du Hilfe? Ich werde dir gerne mein Wissen zur Verfügung stellen. Wer bist du? Ich bin niemand. Nur der Magier hat einen Namen. Oh. Ach, der Magier. Was? Der Sternorden dient dem Magier. Okay, ach, da hängt das zusammen. Ich meditiere über dem geschmolzenen Lavasee. Denn die Hitze reinigt meinen Körper und meine Seele. Okay. Wie willst du mir helfen? Ich werde dir. Deine Augen erzählen mir deine Probleme. Ich sehe, du suchst jemanden, den du verloren hast. Aber dieserjenige ist verloren. Er ist nicht mehr auf dieser Welt. Was bedeutet das? Sei ruhig, mein Kind. Er ist immer noch am Leben. Aber nicht unter uns. Der Zwillingsstern wird dich dorthin führen. In eine weit entfernte Welt. Aber pass auf. Denn das, was du suchst, ist vielleicht nicht mehr es selbst. Oh nein. Ich hoffe, nein. Wie mein Vater ist jetzt so ein Berserker-Pokémon. Dann gibt's aber Haue. Oh, guckt mal, hier ist ein normales Baby Cameron. Guckt euch das an. Und hier ist ein Milizi. Aber nein, danke. Ach, okay. Ich konnte das touchen. Aber hier geht es leider nicht weiter. Aber der Kerl hat mir schon einiges weitergeholfen, würde ich sagen. Also wenn Miri jetzt darauf vertraut, was der random Typ, der wahrscheinlich von den Gasen hier im Vulkan komplett benebelt ist, so erzählt. Aber ansonsten hat das doch schon geholfen und ist gar nicht beunruhigend, zum Glück. Nee, überhaupt nicht, Leute. Was würdet ihr sagen? War das beunruhigend? Ey, ich habe das Gefühl, wir haben diese Folge gar nichts geschafft. Hä? Ich bin vorhin an ihm vorbeigelaufen und er wollte nicht kämpfen. Was ist los mit ihm? Wow. Ja. Da ist das hier nicht das richtige Pokémon, würde ich mal sagen. Ich hoffe... Er greift nicht an, okay. Na dann. Wir machen erstmal Mega entwickeln. Dann kann er mich nicht mehr so leicht sehr effektiv treffen. So. Flammenwurf und weg damit. So. Sehr schön, sehr schön. Hat er gar keinen Schaden mehr gemacht. So, das hätten wir jetzt schon mal auf Level 50. Das ist den Vögelchen. Das ist doch schon mal was. Ein Item. Magma Riser. Ja, wir gucken uns mal hier noch um. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich hier so richtig weiterkomme. Nee, hier gehe ich wieder runter, oder? Bin ich von hier gekommen? Och, ich weiß es gerade ehrlich nicht mehr. Wir gucken mal, ob der kämpfen will. Ja, von hier bin ich gekommen. Hä? Muss ich hier doch nicht weiter? Ist hier, Bruder, das Geist-Pokémon? Ich, keine Ahnung. Oh, hi. Gerade bin ich etwas verwirrt. Wir schauen mal. Oh, süß. Hundi. Oh, mega Hundi. Oh, da kann eine random Trainerin einfach mega Entwicklung. Huch. Gecrittet, sehr gut. Mega Pokémon, mega weggemacht oder so. Eis. Hi, Eis. Es ist Eis.
hab schon gesagt, das ist Eis. Oh. Und das hat einfach so ganz knapp... Ich hasse es, wenn das passiert und die Dinger keine Robustheit oder Fokusgurt haben. Das ist dann nämlich einfach nicht fair, ehrlich. Das ist illegal, einfach so zu überleben. Das passiert viel zu oft. Besiegt. 9000 hat ihn gegeben. Oh, meine Energie ist weg. Ach, deswegen war mein Glurak so stark. Ja, ja. Wegen der Feuerenergie. Aber von hier... Ne, mehr gibt es hier anscheinend im Berg nicht. Wofür brauchte ich den Icebreaker? Machen wir mal noch den anderen hier kaputt. Aber es ging da auch nirgends weiter, oder? Lass mich mal eben ganz schnell nachgucken. Nicht, dass ich irgendwo einen Eingang übersehen habe. Ne, ne. Wir sind hier im Berg fertig. Ich habe jetzt alles komplett erkundet. Ich meine, ich wollte es sowieso fertig erkunden. Von dem her ist das schon okay. Trotzdem... Seltsam, wo muss ich jetzt nächstes... Oh! Hi, Miri, ich meine, hi! Ich wusste, dass du hier sein würdest, aber ich bin trotzdem überrascht, dich hier nach so einer langen Zeit zu sehen. Nun, ich denke, du warst schon an der Arena. Der Arena-Captain ist nicht da, nun, einer zumindest nicht. Ich denke, ich werde nach ihm suchen auf Route 113. Wenn er in der Stadt gewesen wäre, hätten wir ihn schon gesehen. Okay. Gut, dann wissen wir jetzt, wo es weitergeht. Leute, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Bis dann, macht es gut und tschüss.